eigentlich Controller-Spieler? Ja, also ich spiele Xbox-Controller, wieso? Ja, dann würde ich gerne mit meinem Joystick spielen. Hallo? Ja, was geht? Was machst du hier? Ich dachte, du hast keine Lust mehr auf mich und bist sauer wegen Alina. Ich bin eher sauer auf sie, so. Das, was sie generell so gesagt hat und so, ist echt nicht nett gewesen. Ja, kann ich auch schon nachvollziehen. Weil sie hat dich irgendwie damit reingezogen. Ich habe schon auch gemerkt, dass du letztes Mal dann so am Ende meintest, will eigentlich schon noch mit dir Kontakt haben und ich finde dich sympathisch und so. Und dann mich das auch so gewundert, dass ihr dann einfach beide gegangen seid. So, okay, bei Alina kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Wobei auch irgendwo nicht, weil sie hat dasselbe ja mit einem anderen Typen gemacht, mit ihrem Ex-Freund. Aber bei dir fand ich es auch so ein bisschen verwundernd, dass du gesagt hast, du hast keinen Bock mehr auf mich. Aber nee, ich finde es auf jeden Fall echt korrekt von dir, dass du nochmal mit mir das Gespräch gesucht hast jetzt. Ja, ist ja normal. Ich meine, dass so, wie sie sich auch verhalten hat, ist echt nicht korrekt. Wieso? Und was meinst du denn? Generell, wie sie zu mir war oder dass sie es jetzt schlimm findet, dass wir so Kontakt haben, obwohl sie dasselbe mit ihrem Ex abgezogen hat. Ja, stimmt. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber im Endeffekt ist ja nicht schlimm so, weil so sie steht uns jetzt nicht mehr im Weg, weißt du, und jetzt können wir uns kennenlernen. Also die zwei wichtigsten Fragen, die ich jetzt an dich habe, da wir uns kaum kennengelernt haben wegen Alina letzte Runde und wir auch davor nur ein bisschen in der Lobby gelabert haben, bis sie überhaupt reingekommen ist. So, wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin 18. Okay, perfekt. Das ist schon mal sehr wichtig. Alter, wenn du irgendwie 15 oder 16 wärst, direkt ciao. Und die aller wichtigste Frage, hast du einen Freund? Nein. Nein, also wirklich gar nicht. Du hast auch nicht irgendwie einen Psycho-Ex-Freund, der dich stalkt und irgendwie so dir was Schlechtes will. Nein, also wenn überhaupt nur so einer, der generell jetzt so gar nicht mehr korrekt ist und so, also ist mir das eigentlich egal. So, aber es tut mir auch leid, so wie ich zum Beispiel zu Alina war, weil ich war auch nicht ganz so nett. Ja, aber sie hat dich ja irgendwo auch gezwungen, weißt du, ich meine, weil sie war die ganze Zeit so, dass sie dich gefrontet hat und ich wäre da nicht ruhig geblieben. Du bist ja vergleichsweise noch ruhig geblieben im Vergleich zu ihr, wie sie war. Ja, aber ich meine, ich hätte einfach nicht darauf reagieren sollen, weil das provoziert ja Menschen noch mehr. Ja, das stimmt. So, ich meine, sie war halt am Ende ja nur noch so korrekt zu mir und keine Ahnung, also ich weiß halt auch nicht, was ich denn davon halten soll. Ich finde das auch ein bisschen falsch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so die ganze Zeit lügt, weil am Anfang hat sie mich schon angelogen wegen dem Typen und dann beschwert sie sich, wenn ich genau dasselbe mache und bricht direkt Kontakt ab. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. So, weil sie war ja im Endeffekt nicht besser. Natürlich hätte es auch von mir nicht sein müssen, das stimmt. Aber trotzdem. Oh mein Gott. Ey, der nervt richtig. Ey, ja, danke. So, aber ich bin ganz ehrlich, sie kommt halt auch null sympathisch rüber. Ja, sie war halt am Anfang so voll korrekt zu mir, weißt du? Und wir haben uns halt gut verstanden und sie war immer nett. Deswegen dachte ich mir so, ja, okay, man kann die schon kennenlernen. Aber dass es halt dann am Ende so eskaliert und solche Filme werden, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber du bist ja schon hübsch so. Also, ich mag halt auch voll deine Tattoos und so. Alter, danke schön. Danke. Also ich habe mir auch dein Insta reingezogen, hast du mir direkt am Anfang gegeben, als wir uns kennengelernt haben. Und ich muss halt auch schon ehrlich sagen, so, ich finde dich auch extrem hübsch, du hast voll die schönen Augen. Ich mag halt auch so deine Figur voll. Also gefällt mir wirklich sehr. Dankeschön. Was ist für dich so das Wichtigste bei einem Typen? Charakter auf jeden Fall und ich sag jetzt nicht Aussehen, gar nicht, weil ich meine, jeder achtet aufs Aussehen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, dass er loyal ist, sonst bringt es eigentlich gar nicht. Mehr eigentlich nicht, Hauptsache man ist auch glücklich zusammen. Finde ich, ist eine gute Antwort. Also du hast auf jeden Fall nicht hohe Ansprüche. Nein. Ja, und was ist dir so wichtig? Ja, also mir ist sehr, sehr wichtig, dass die Person immer ehrlich zu mir ist. Weil ich finde, eine Beziehung basiert doch darauf, dass man über alles reden kann. Stell dir mal vor, man streitet sich mit seinem Partner und der Partner rennt dann zu einer anderen Person und redet mit der über die Probleme. Dann zieht er eine andere Person quasi mit in die Beziehung und daran kann schon eine Beziehung kaputt gehen. Und deswegen finde ich, ist das Wichtigste, dass man einfach über alles reden kann und einfach immer ehrlich ist. Egal auf was bezogen, so, wenn mich irgendetwas stört, dann muss ich das einfach bei meinem Partner ansprechen können. Und natürlich, so, ich bin ganz offen und ehrlich, ich finde Aussehen wichtig.
So, weil im Endeffekt, ich achte auch sehr auf mein Aussehen, vor allem auf meinen Style. Sind bei dir Gegner? Sag doch was. Nein, die kamen gerade angeflogen. Ich hab's nicht so realisiert. Alles gut. Und da ich halt selber so voll viel mich für Mode und alles interessiere, finde ich halt, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass dann halt meine Freundin voll den guten Style hat, aber auch wenn sie nicht so einen guten Style hat, so, dann würde ich ihr auf jeden Fall dabei helfen. Oh, warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Ja, kannst du vergessen, Mann. Ey, Digga. Ja, aber wenn wir schon so mit Mode sind und so, also was sind so momentan so deine Lieblingsschuhe, also so Schuhe, die du so am liebsten an Menschen siehst und so? Also meine Lieblingsschuhe, die ich gefühlt auch jeden Tag trage, sind die Travis 1er Jordans. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, ich wollte sie mir holen, aber dann habe ich den Preis gesehen, dann habe ich gedacht, ach nee, dann lieber nicht. Ja, das sind so meine absoluten Lieblingsschuhe. Also interessierst du dich auch so für Jordans und so? Ja, ich habe jetzt auch 2 Paar, also ja. Oha, sympathisch. Sympathisch, man kann sich sogar sehr gut unterhalten. Ja, was ist mir noch wichtig? Humor. Humor ist mir extrem wichtig. Ich muss mit meinem Partner so viel lachen können. So, weißt du, weil wenn die Person sich dann angegriffen fühlt und keinen Spaß versteht, geht bei mir nicht. Weil ich bin selber so ein ADHS-Kind. So, weißt du. Und wenn man damit halt nicht klarkommt, hast du gerade gesagt, ich merk's. Nein, ich weiß. Ach so. Ja, und wenn man damit halt nicht klarkommt, ist halt vorbei. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir so dieselben Ansichten haben. Okay, lass Lazy Lake landen und eine High Current machen. Machst du irgendwie Sport oder hast du irgendwelche Hobbys? Also ich tanze halt, also jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob du es kennst, so Garde. Nee, noch nie gehört. Ich dachte, jetzt kommt so Hip-Hop oder so. Nein, also du musst ja so vorstellen, du hast so eine Musik, aber da singt niemand und die ist halt recht schnell und darauf musst du so Schwierigkeiten machen. Du kennst ja Toren, sowas wie... Ah, halt, okay, also bist du so voll krass gelenkig. Ja. Oha, kannst du Spagat? Ja, beide Seiten. Oha, okay, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr krasser Pluspunkt, würde ich mal behaupten. Und wie lange machst du das schon? Seitdem ich glaube, 2 bin. Oha, voll krass. Ja, dann bist du bestimmt übertrieben gut darin. Geht so, finde ich. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die Beste bin, weil es gibt immer Bessere. Wann hast du nochmal angefangen, Fußball zu spielen? Boah, eigentlich auch seitdem ich laufen kann. Aber ich bin dann ungefähr mit 4 Jahren nach Deutschland gezogen. Und da habe ich erst im Verein dann angefangen, als ich 6 war. Weil als ich 4 war, gab es keinen Fußballverein bei mir in der Nähe. Und deswegen konnte ich dann halt auch erst mit 6 Jahren anfangen. Und seitdem aber jeden Tag. Also wirklich, du musst dir vorstellen, ich kam von der Schule nach Hause, habe ganz schnell meine Hausaufgaben sogar ganz vorbildlich gemacht. Da habe ich bei meinen Kollegen geklingelt. Und dann waren wir den ganzen Tag draußen Fußball spielen, bis die Sonne halt untergegangen ist. Ja, ich liebe es einfach, Fußball zu spielen. So. Das ist so auch mein Lieblingshobby mit YouTube, würde ich sagen. Hast du sonst noch, also außer Tanzen und Fortnite zocken, noch irgendwelche Hobbys? Ja, natürlich Fortnite spielen. An sich spiele ich nur manchmal so Fußball, also halt einfach mit ein paar Freunden. Okay. Und meine beste Freundin spielt halt auch Fußball im Verein, also es ist immer ein guter Vorteil, sage ich mal. Nee, aber ich merke auf jeden Fall, dass wir uns voll gut unterhalten können. So, weil bei Alina und mir war es so, dass wir uns zwar gut verstanden haben, aber wir konnten uns nicht die ganze Zeit so richtig gut unterhalten. Weißt du, wie ich meine? Und bei dir merke ich halt einfach, dass wir uns auch so richtig gut verstehen. Weißt du, dass es nicht so oberflächliche Gespräche sind, sondern dass es halt wirklich so Gespräche sind, wo man einfach merkt, ja, man hat wirklich dieselben Interessen und man versucht nicht irgendwie auf Kampf dieselben Interessen zu finden. Ich meine, dann bringt es einem auch nichts, so, weil dann wird man auch nicht glücklich. True. Ich hab einen. Ich hab beide. Alter, ich hab 6 Granaten oder so in die Reihe geworfen. Ja, und da kann ich dir komplett zustimmen, dass man nicht glücklich wird. So. Vor allem, wenn du einfach nur aufs Aussehen achtest. So, wie gesagt, Aussehen ist wichtig, aber so, ich sag's mal so, in jungem Alter achtet man sehr aufs Aussehen. Aber desto älter du wirst, desto vergänglicher ist dieses Aussehen, weißt du? Weil im Endeffekt, wenn du dann 40 Jahre alt bist, natürlich, okay, es gibt Frauen, die sehen mit 40 Jahren schon echt gut aus. Ja, ist normal. Ja, so, aber... So, weißt du, desto älter du wirst, desto mehr Falten bekommst du und desto mehr fangen die Sachen an zu hängen. Ich will jetzt nicht genau auf die Thematik eingehen. Ja, ja.
Und weißt du, da ist es halt schon wichtig, dass du dich dann mit der Person auch gut verstehst. Ist halt wirklich wichtig. Bist du eigentlich Controller-Spieler? Ja, also ich spiele Xbox-Controller, wieso? Ja, dann würde ich gerne mit deinem Joystick spielen. Hast du gerade gesagt, ich würde gerne mit deinem Joystick spielen? Ja. Okay. Ja, also ich sag's mal so, hätte ich nichts dagegen. Aber was für einen Joystick bevorzugst du? Ja, kannst du doch denken. Ach so, okay. Ja, also ich habe auf jeden Fall einen PS4-Controller da. Die Joysticks sind da auf jeden Fall richtig gut. Dann habe ich einen Xbox-Controller da. Kannst du unterscheiden, ja? Da kannst du verschiedene Joysticks drauf. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, ja, es hat ein bisschen gedauert, okay. Ach so, mein Joystick, ja, okay. Ja. Ah, okay. Oh nein, ich dachte, das ist ein Gegner. Ich habe jetzt einfach Benny Boy getötet. Schade. Oh. Ja. Schade. Ach so, du meinst ja mit Treffen so, welche Uhrzeit ist denn immer so am liebsten? Ach so, du willst dich direkt treffen. Hey, ja, wieso nicht? Dann lernt man sich ja noch mal besser kennen. Ach so, ja, aber sag mal erst, also wenn wir uns treffen würden, was willst du denn dann machen? Keine Ahnung, kann man ja spontan gucken oder wenn du eine Idee hast, so kannst du ja auch einfach sagen. Also wir könnten vom Ding her zu mir gehen und ein bisschen Netflix und chill. Mhm. Ja? Ja. Ja, einfach so. Ja. Okay, perfekt. Ja, gut, machen wir. Okay. Ja, aber das finde ich auf jeden Fall auch gut bei dir, dass du so direkt bist und nicht sagst irgendwie, ich muss epischen Sieg holen, dass ich überhaupt deine Nummer bekomme, sondern dass du sagst, okay, du willst dich direkt treffen und so feiere ich. Ja, ich meine, was bringt mir ein epischer Sieg? Das heißt ja nicht, dass ich sofort weiß, wer eine Person ist und auch in anderen Dingen. Ja, stimmt, eigentlich so voll kindisch, wenn man sagt, ja, wenn du epischen Sieg holst, dann bekommst du meine Nummer und so, hast du recht. Ich weiß nicht, wieso momentan Fortnite bei mir, ich will mit meiner Pam schießen, aber es geht nicht, obwohl ich so zwei drücken. Kannst du gar nicht mit Pam schießen, oder was? Nur manchmal, das ist voll komisch, zum Beispiel auch bei dem 1v1 so. Aha. So, ich, meine Pam schießt, hat so zwei oder dreimal nicht, oh. hat so zwei oder dreimal nicht geschossen, so, aber das habe ich momentan verlockt, das ist echt nervig. Ich habe mich schon gewundert, so, du warst eigentlich viel besser als sie und dann hat sie gewonnen, aber sie hat auch unfair gespielt. Ja. Nee, aber ich finde es echt gut so, dass du nochmal in die Lobby gekommen bist, weil wir verstehen uns echt gut so. Und es wäre, glaube ich, wirklich schade gewesen, wenn wir nicht nochmal miteinander geredet hätten. Dann hätten wir auch niemals rausgefunden, dass wir uns so gut verstehen. Ja, so, mir war es halt auch wichtig, dass wir nochmal reden, weil ich hatte ja schon gesagt, so, dass ich eigentlich den Kontakt halten will. Stimmt, hast du am Ende dann nochmal gesagt. Ja, fand ich auch gut. Ja, ich hab's halt dann ausgenutzt, als sie weg war. Ja. Gegner. Oh, ich wurde gelasert. Einer 100er. Headshot. Aber er kriegt mich gefühlt vor. Oh nein. Sein Teammate. Yo! Wieso sind denn die so gut? Keine Ahnung, aber du bist besser. Und wenn es nicht in Fortnite ist, dann bist du halt in was anderem. Ja, wahrscheinlich, Mann. Was ist das für eine Waffe? Diese Plasmakanone, keine Ahnung. Nein, ich spiele doch nicht so lange wie der Fortnite, Mann. Ey, solche Knechtkinder. Das Ding ist, du spielst Renegade, dann schützen die ja noch mehr. Ja, du sagst es. Komm. Glaubst du, ich schaff's mir, dieses Medkit zu geben? Ja. Komm. Ja! Solche Knechtkinder. Ja, Mann. Was bringt Runterschießen eigentlich? Dass er dann stirbt. Okay. Das ist ein anderer. Ich weiß. Oh. Ey, ich schwör's dir, es laggt, weil mein WLAN halt. Ich spiele mit Handy-Hotspot. Ich hätte die sonst alle geholt. Er war white, Mann. Oh.
Okay, das ist mies. Das ist richtig mies. Nee, aber auf jeden Fall, ja. Egal, lass einfach morgen wieder zocken. Ich hab gerade echt keine Lust. Ich rage sonst komplett. Ja, alles gut. Hä? Was passiert? Was macht die jetzt hier? Katja, hast du sie gerade eingeladen? Ja. Wieso? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast so richtig schlecht über sie geredet und jetzt lädst du Alina ein. Was lachst du so? Oh mein Gott. Was? Hat Katja dir das nicht erzählt? Was denn erzählt? Dass sie dich verarscht haben. Wie? Wie? Sind wir hier? Ja, wir wollten jetzt dir mal zeigen, wie es ist, wenn du auch welche sozusagen fahrst. Hä, Kathi, wir haben uns gerade so gut verstanden. Was redest du? Junge, Alter. Ja, unsere Interessen sind ja trotzdem gleich, aber trotzdem wollten wir dich auch verarschen. Ey, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Ey, Alina, ich weiß nicht, was du für Filme hier wieder schiebst. Das ist so unnötig. Also wirklich. Ach, jetzt bin ich schuld. Hallo, das war unsere Idee, ja, von Kathi und von mir, ja? Also nur mal kurz. Kathi ist letztes Mal zu mir am Ende gekommen und hat gesagt, dass sie trotzdem Interesse an mir hat. Wir haben uns gerade so gut verstanden. Und du hast sie wahrscheinlich, man sieht es schon an deinen grünen Dämonenaugen, so richtig in deinen Bann gezogen. Und sie wahrscheinlich bestimmt. Alter, das kann doch nicht sein. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Na doch, anscheinend schon, ne? Ey, Kathi, meinst du das wirklich ernst? Also wir können ja trotzdem Kontakt halten und dann gucken so. Also es ist jetzt ja nicht so, als würden wir beide, also Alina und ich, voll den Hass auf dich haben oder so. Also habt ihr mich quasi hochgenommen? Ja. Ja, aber ich muss sagen, wir haben uns halt wirklich gut verstanden. Also sehe ich auch kein Problem darin, wenn wir wirklich weiter Kontakt haben. Alina... Also Alina, ich weiß nicht, ob dein Prank, glaube ich, so gelungen ist. Weißt du, schau mal, Alina, du wolltest mich pranken und im Endeffekt ist es schiefgegangen, so weißt du, weil wir haben uns echt gut verstanden. Ja, das ist auch irgendwie gerade ein bisschen anders gegangen als erwartet, Kathi. Was soll das? Ich weiß selber nicht so, es ist halt so, Simax und ich verstehe uns halt wirklich und das hätte ich auch nicht so gedacht. Also, keine Ahnung. Ja. Also würdest du... Alina, du wurdest einfach hochgenommen. Sie wollte mich hochnehmen und wird dann selber hochgenommen. So peinlich. Also, ich weiß nicht. Ihr Chayas macht mir beide viel zu viel Stress. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Alter, nee, Leute. Ich weiß echt nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Soll ich überhaupt noch was mit Chayas machen? Ich weiß nicht. Man, nur Stress mit denen, Alter. Auf jeden Fall, falls ihr eine Fortsetzung sehen wollt, lasst ein Like da oder schreibt in die Kommentare, was für ein Video ihr als nächstes sehen wollt. Wie gesagt, soll nur zur Unterhaltung dienen. Nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos, lasst ein Abo und ein Like da und tschüss.